Der Regen prasselte auf den Asphalt und spiegelte sich in den Pfützen, die sich an den Rändern der Kreuzung gebildet hatten. Der Mann eilte mit hochgeschlagenem Kragen durch die Straßen, als ihm ein weißer Schatten am Rande seines Blickfelds auffiel. Er blieb abrupt stehen, denn am Gullischacht war eine Katze angebunden. Das Tier war schmutzig und zitterte vor Kälte. Sein weißes Fell war matschig und voller Dreck, seine Schnurrhaare klebten am feuchten Fell. Die Kette, die um seinen Hals schwang, schien ihm die Luft abzuschnüren. Die Katze versuchte verzweifelt, sich zu befreien, zog und riss an der Kette, doch ihre Bemühungen waren vergebens. Ein tiefes Mitgefühl überkam den Mann. Er ging näher, seine Schritte waren leise, und streckte vorsichtig seine Hand aus. Die Katze blickte ihn mit großen, traurigen Augen an und miaute kläglich. Er konnte sehen, wie sehr sie unter dem harten Wetter litt, und er spürte, wie ihm die Kälte durch Mark und Bein fuhr. Er fragte in einem der Häuser in der Nähe nach und erfuhr, dass ein Ladenbesitzer aus der Nachbarschaft die Katze gefunden und angebunden hatte, um Mäuse zu fangen. Der Mann wollte das Tier unbedingt retten. Er suchte den Laden auf und bat den Besitzer, die Katze mitnehmen zu dürfen. Dieser jedoch zögerte, er hatte das Tier gefüttert und Zeit investiert, und er verlangte einen Preis für die Katze. Um das Tier zu retten, stimmte der Mann zu und bezahlte den geforderten Betrag. Als er die Katze in seine Arme nahm, spürte er, wie schmutzig und übelriechend sie war. Alles, was sie tat, tat sie direkt an der Stelle, wo sie stand: essen, trinken, urinieren. Er konnte sehen, wie sehr sie vernachlässigt worden war und wie verzweifelt sie war. Er brachte die Katze sofort in die Tierklinik. Dort wurde sie gereinigt, untersucht und mit frischem Futter und Wasser versorgt. Die Tierärzte waren besorgt, doch sie versprachen, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um der Katze zu helfen. Als der Mann sie am nächsten Tag abholte, erstrahlte die Katze in neuem Glanz. Ihr Fell glänzte sauber und weiß, ihre Augen funkelten. Das Tier war wieder voller Leben. Der Mann war überglücklich. Er hatte die Katze gerettet und würde sie jetzt mit Liebe und Fürsorge versorgen. Er würde sich um die Katze kümmern, ihr ein warmes Zuhause bieten und ihr ein Leben in Glück und Geborgenheit schenken. Die Katze, die einst an einem kalten Gullischacht festgebunden und vergessen war, würde nun eine zweite Chance auf ein glückliches Leben erhalten.